Wir wollen nicht zittern bis zum Schluss und wir wollen es klar machen. So lauteten die klaren Ansagen von HFC-Coach Florian Schlochenberg. Der kann es kaum abwarten. Er starrt schon auf die Uhr. Im Erdgas-Sportpark hatten es die Alenser außerplanmäßig mit Türkgücü München und Co-Trainer Andreas Pummer zu tun. Der Cheftrainer Serdar Dai hat aus gesundheitlichen Gründen vertrat. Halle in Rot-Weiß von links nach rechts. Türkgücü mit 5 Veränderungen übrigens. Das sorgte für Verwirrung, vor allem in den eigenen Reihen. 8. Minute. Und das Antonios Papadopoulos mit dem 1:0 für den HFC. Sie hatten ja die 46-Punkte-Marke im Blick. Und zu diesem Zeitpunkt hatten sie die ja tatsächlich auch. Türkgücü hatte aber eine Antwort und die kam aus dem Nichts. In der 31. Spielminute durch den Exzellenser Peter Sliskovic. Und wenn man sagt aus dem Nichts, dann meint man auch aus dem Nichts. Türkgücü München in dieser Phase kaum zu sehen, zumindest nicht mit richtigen Chancen. Sebastian Mayer ist das mit dem Tunnelbau gegen Niklas Landgraf und aber nochmal Sliskovic. Aber eine echte Chance ist das eigentlich nicht. Der Exzellenser führte sich aber super ein gegen die alte Liebe von 2016 bis 2018, war er schon mal beim HFC unter Vertrag. Was macht eigentlich sein Pendant? Terence Boyd, der 15-Tore-Mann, 38. Minute. Da ist er in Aktion. Und eigentlich sind wir von dem mehr gewohnt. Den muss er irgendwie ins Tor bekommen, löst es aber mit dem Scorpion-Kick. Zur Pause näherten sich dann Boyd und Sliskovic noch mal so ein bisschen an. Sliskovic traf ja einige alte Kollegen, 7 insgesamt an der Zahl. Beispielsweise aber auch Papadopoulos, mit dem hat dann Ahlen zusammengespielt. Zweite Hälfte und sofort ist der HFC wieder am Drücker. Stipe Wujur, das ist fast schon eine Wiederholung des Treffers zum 1:1. Das große Vorbild heißt Peter Sliskovic. Und in der Folge spielte sich der HFC in einen Rausch. 5 Minuten später Michael Eberwein. Ein überragender Abschluss. Er erzielt seinen 6. Saisontreffer. Und den musst du erst mal so machen. Vernaschter Berzel. Und dann mit feinem Effet haut er den ins Netz. Damit aber nicht genug. Der HFC wollte noch mehr. 82. Minute. Terence Boyd. Und der Urknall aus dem Nichts von Terence Boyd. Der Zyklop hat wieder zugeschlagen und erzielt das 4:1. Aber bei so einem Torfestival macht sich teilweise dann auch Ratlosigkeit breit. Auch bei Terence Boyd, der sich im Interview nach dem Spiel erstmal an den Klassenerhalt erinnern musste. Ich bin selber noch nicht ganz im Bilde. Ich weiß auf jeden Fall, dass die 3 Punkte nicht schaden, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir theoretisch noch absteigen können. Deswegen, rechnerisch glaube, ist es noch möglich. Genau, und deswegen schön. Also ich sehe es jetzt noch gar nicht so mit von wegen, Saison ist jetzt zu Ende. Wir haben Klassenerhalt geschafft, auch wenn es am nächsten Spieltag passiert, sondern du hast ja trotzdem noch, ich glaube, 3 Spiele. Von daher bleibst dabei. Es ist schön nach den ganzen stressigen Monaten, dass wir jetzt auf jeden Fall aus eigener Hand uns da wieder rausholen aus der Grube. Und wie gesagt, es war ein schönes Spiel von uns. Hat Spaß gemacht. Wir haben jetzt keinen guten Lauf, ganz im Gegenteil, wir haben eine schwierige Phase. Wir haben die letzten Spiele kaum gepunktet und jeder einzelne Spieler muss sich jetzt hinterfragen. In der Hinrunde sprach der ein oder andere noch von der offensivstärksten Mannschaft der Liga. So viel Spektakel kann Türkgücü München aber nicht mehr bieten, vor allem ohne Topscorer Serdjan Zaharia. Der HFC hat mit diesem Kantersieg die magische 46-Punkte-Marke geknackt. In der Geschichte der dritten Liga ist noch nie ein Team mit dieser Punktzahl abgestiegen. Die Champagnerflaschen können also kaltgestellt werden. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.